meinem Märchenkoffer, in Oles Märchenkoffer. Habt ihr Angst vor dem Tod? Der Tod gehört zum Leben dazu. Er ist nichts Schreckliches. Wir alle sterben einmal. Manche früher, manche später. Und ihr denkt, der Tod ist etwas Böses? Ein böser Mann vielleicht? Nein. Der Tod ist der Gerechteste auf der Welt. Denn egal, welches Auto du fährst, egal, wie reich du bist, egal, ob du arm bist, egal, ob du ein Bauer bist oder ein König, sterben tun wir alle. Einfach so. Oder auch nicht einfach so, aber wir sterben alle. Und ich möchte euch ein Märchen erzählen vom 99. Tod. Es war einmal, damals in den alten Zeiten, da gab es 99 Tode, weil es gab 99 Krankheiten. Heute in unseren modernen Zeiten, wo wir so viel wissen und wo wir so viel können, da gibt es vielleicht 40.000 Krankheiten. Aber wir bleiben in der alten Zeit. Und es war eine Zeit der Dürre, des Hungers. Es gab keine Kaufhäuser, wo man kaufen konnte. Es gab keine LKWs, die durch die Welt fuhren und die Dinge aus dem einen Land in das andere brachten. Sondern dort, wo die Sonne schien, wurde das gegessen, was wuchs. Und wenn dort nichts wuchs, weil nur die Sonne schien und kein Regen fiel, dann hatten die Menschen nichts zu essen. Und so eine Zeit war es. Es fiel kein Regen, nur die Sonne schien. Und die Menschen hatten nichts zu essen. Und sie starben. Und da schickte der große Allvater seine Tode auf die Erde. Die sollten jeder 100 Seelen in den Himmel holen. Ihr müsst wissen, die Tode damals hatten wunderschöne schwarze Flügel. Mit denen flogen sie über die Erde und sammelten die Seelen ein von den Menschen, die gestorben waren. Und so flogen die Tode. Und viele hatten schnell ihre 100 Seelen zusammengesammelt. Doch die Tode hatten auch die Macht, Leben zu verlängern, Leben zu schenken. Und einer war dabei, der 99. Tod. Der hatte ein mitfühlendes Herz. Und alle waren schon wieder zurückgekehrt. Zum großen Allvater, nur der 99. Tod lief noch über die Erde. Und so manche Mutter, die am Sterben war, ließ er leben. So manchen Vater, der am Sterben war, ließ er leben. Und manches Kind, was am Sterben war, ließ er leben. Und so hatte er erst 98 Seelen zusammen. Eines Tages fand er noch die Seele eines alten Mannes, für den es Zeit war zu gehen. Auch die nahm er.
Und dann fehlte ihm noch eine Seele. Und immer wieder ging er über die Erde, doch er fand niemanden. Und eines Tages, da sagte er, heute finde ich die 100. Seele. Und als er in ein Dorf kommt, da hört er Gejammer. Und er geht in die Hütte und da liegt ein Kind in einem Bett. Ganz schwach ist es. Und davor knien die Eltern und weinen. Und der 99. Tod macht sein Herz ganz fest. Er macht es hart wie Stein. Und dann tritt er an das Fußende des Kindes. Und sofort wird es blass. Noch blasser als es vorher war. Und sein Atem geht noch langsamer. Und da fangen Mutter und Vater an zu weinen. Sie klagen und jammern, dass das Einzige, was sie haben, sterben wird. Dass sie im Alter arm sein werden. Dass niemand da sein wird, der sie pflegt. Der ihnen Essen gibt, wenn sie zu schwach sind dazu. Da kann der 99. Tod sein hartes Herz nicht mehr halten. Und er tritt an das Kopfende des Kindes. Und sofort fängt es an zu atmen. Das Blut fließt wieder schneller. Und die Eltern sind froh. Und das Kind wird gesund. Und dann geht der 99. Tod zu Gott, zum Allvater. Und sagt zu ihm, ich kriege keine 100. Seele. Lange bin ich über die Erde gewandert, aber die 100. Seele kann ich dir nicht bringen. Da steht der Allvater auf. Er geht an die Wand und nimmt eine große Schere. Und dann geht er zu dem 99. Tod und schneidet ihm seine wunderschönen schwarzen Flügel. Und dann sagt er, geh hinunter auf die Erde. Geh zu den Menschen und lerne Hartherzigkeit. Traurig geht der 99. Tod auf die Erde zurück. Und er sucht Hartherzigkeit. Doch er findet sie nicht. Nirgendwo findet er Hartherzigkeit. Da kommt er in ein Dorf, zu einer Schmiede, und er sieht, wie der Schmied den Hammer schwingt, wie der Amboss ächzt. Er sieht, wie die Funken davonfliegen und zischend sterben. Und der 99. Tod denkt, dieser Mensch ist hartherzig. Er hört nicht das Ächzen des Eisens. Er sieht nicht das Sterben der Funken. Er sieht nicht, wie der Amboss stöhnt und ungerührt schlägt er zu. So geht er zu diesem Schmied und wird sein Lehrling. Und nach 3 Jahren ist er genauso gut wie sein Meister. Und immer wieder tastet er nach seinen Flügeln, doch sie wachsen nicht nach. Und nach den 3 Jahren, da geht er zu seinem Meister und sagt zu ihm, ich bin kein Schmied, ich bin ein Tod. Gott hat mich auf die Erde geschickt, damit ich Hartherzigkeit lerne. Und ich dachte, ihr seid ein Mann voller Hartherzigkeit. Die Funken sprühen und sterben und es kümmert euch nicht. Der Amboss stöhnt und es kümmert euch nicht. Der Hammer und das Eisen, die ächzen, es kümmert euch nicht. Ach, sagt der Schmied, so siehst du das. Ich sehe das anders. Ich sehe die Funken fliegen, voller Freude in ihrem Leuchten. Ich höre den Amboss stöhnen, aber aus Freude über seine Kraft.
Und auch der Hammer und das Eisen ächzen, weil es ihnen Freude macht, miteinander zu arbeiten, aus einem rohen Stück Eisen einen Pflug zu machen, auch einen Speer, ein Schwert. Es ist eine Freude zu formen, eine Freude zu gestalten. Du bist ein Tod? Du bist kein Tod. Du bist viel zu weich. Du hast ein lebendiges Herz für einen Tod. Bleib bei mir. Bleib bei mir und werde Meister. Und wenn ich alt bin, dann übernimm die Schmiede. Und der 99. Tod überlegte eine Weile. Nicht lange. Und dann blieb er. Mal wieder vorbei.